wenn du hier nichts tust, irgendwie mehr oder weniger, dir deine Euros zu verdienen, dann hast du halt Arschkarte. Seitdem bin ich obdachlos. Es geht hier leider schnell. Also es geht sehr schnell. Vom Staat gibt es ja keine Unterstützung. So ganz blauäugig hierher kommen, das kann ich niemandem empfehlen. Das sind dann diejenigen, welche dann auch nach kurzer Zeit wieder zurückgehen oder zurückgehen müssen. Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Rund 8 Millionen Touristen verbringen hier jedes Jahr ihren Urlaub. Mit Spaß, Party und guter Laune. Am Ballermann rechnet man in diesem Sommer mit mehr Feriengästen als je zuvor. Doch die Massen vom Teutonengrill verdecken ein immer größer werdendes Problem. Durch Spaniens Krise kommen hier zunehmend Ausländer unter die Räder. Vor allem Deutsche trifft es. Ortstermin hinter der Strandmeile. Im Schatten der Hotels leben hier zwei der inzwischen rund 1000 Obdachlosen von Palma. Das Gemäuer einer verfallenen Mühle dient als Zuflucht. Vor ein paar Monaten ist Roland Daumoser auf der Insel gestrandet. Der 43-jährige Maurer aus Augsburg hat seine Heimat verlassen für ein besseres Leben auf der Sonneninsel. Doch für ihn und seinen Kumpel Markus ist der Traum geplatzt. Ja, ich habe nachgefragt an verschiedenen Baustellen. Aber die haben gesagt, nee, weil da muss ich angemeldet sein. Das kann ich nicht, weil ich keinen festen Wohnsitz habe. Ja, ich habe halt schon probiert, aber es geht nicht. Komm ich hier nicht zum Arbeiten. 8 Uhr morgens. Sobald es hell ist, zieht es die beiden Wohnungslosen in Richtung Playa, zurück in die Zivilisation. Einen Job finden oder etwas Geld. Auf den ersten Blick fallen die zwei Deutschen unter den Urlaubern kaum auf. Morgentoilette auf dem WC am Ballermann 7. Roland ergeht es wie den etwa 500 anderen obdachlosen Ausländern von Palma. Die meisten von ihnen sind Deutsche. Direkt hinter dem Strandkiosk an der Plaza de las Maravillas, dem Platz der Wunder, treffen sich jeden Tag die Gescheiterten. Illusionen hat inzwischen keiner mehr. In Deutschland haben sie sich meist mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, die gibt es aber nicht mehr. Seit über einem Jahr sind auch Michael aus Sachsen und Geronimo aus Berlin hier. Auf Mallorca kam für sie der Absturz, nicht ganz unverschuldet. Ich habe das irgendwie auf mich drauf zukommen lassen. Einfach so, wie gesagt, mir nicht, dir nicht, meine Sachen gepackt. Auf in Flieger von Leipzig aus. Adios. Nicht nachdenken. Die böse Überraschung kam schnell. Keine Arbeit und die Hoffnung, in dem vermeintlichen Paradies Sozialhilfe wie in Deutschland zu erhalten, wurde bitter enttäuscht. Wenn du hier nichts tust, irgendwie mehr oder weniger, dir deine Euros zu verdienen, dann hast du halt Arschkarte. Also vom Staat gibt's ja keine Unterstützung. Um vom Amt eine kleine Stütze zu bekommen, müsste man hier mindestens 6 Monate beschäftigt sein. Doch wie, wenn es schon an der Sprache mangelt? Wenn ich jetzt hier als, sagen wir mal, in eine spanische Firma gehen will oder bewerbe, die sprechen fließend ihre Sprache, dann stehe ich als Deutscher da wie ein Depp. Im vergangenen Jahr sind auf Mallorca 10 deutsche Obdachlose ums Leben gekommen, fast alle im Winter, wenn die Not groß ist. Jeder versucht zu überleben. Ja. Und jeder versucht, was zu ergattern. Sprich, Essen, Trinken, bla, mit Schlafen, Klauen und auch das. Ja, das ist schon. Und dann ist das sehr hart. Wie schnell man auf Mallorca abstürzen kann, das hat Roland am eigenen Leib erfahren. Die berühmte Schinkenstraße. Hier im Bierkönig war er vor einem knappen Jahr noch feiern, bevor er mit Bewerbungen loslegen wollte. Doch dann änderte sich alles. Er wurde Opfer eines Diebstahls. Ich muss unter feiern, muss mir der Geldbeutel geklaut worden sein. Ja gut, dann bin ich auf Polizei gegangen. Die haben mir dann solche Papiere ausgestellt. In dem Portemonnaie war meine EC-Karte, mein Sozialversicherungsausweis, meine Krankenkarte. Dann war ich auf dem Konsulat. Und die wollten mir nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, wenn, dann muss auf die deutsche Botschaft, die ist in Madrid. Aber weiterhin kannst du einmal nach Deutschland telefonieren. Und wenn du einen neuen Ausweis und so brauchst, dann musst du halt mit 50 Euro kommen, plus Passbilder. So hat es hier mein Unheil angefangen. Ohne Bares in der Tasche war der Weg von seinem Hotel auf die Straße plötzlich nicht mehr weit. Als das Geld weg war, ich habe im Hotel Raxa, habe übernachtet, habe das alles im Voraus schon bezahlt. Und dann hat es geheißen, ja, weil ich ihm erklärt habe, ich habe kein Geld mehr, mir ist alles geklaut worden, hat er gemeint, ja, ich muss gehen. Und seitdem schlafe ich hier oder bin obdachlos, schlafe am Strand. Seitdem bin ich obdachlos.
Besonderes Pech für den Maurer, die Krise trifft vor allem die Baubranche. Um einen der raren Jobs zu ergattern, bräuchte er eine Registrierungsnummer, die er ohne Papiere nicht bekommt. Ein Teufelskreis. Ich sehe hier, wie viele Baustellen hier gibt. Da habe ich an so gut wie jede Baustelle nachgefragt. Aber du kommst da nicht rein. Liegt es an der spanischen Krise? Oder wenn es an der spanischen Krise nicht liegt, dann brauche ich die komische NIE-Nummer. Also, es ist nicht einfach. Obwohl ich qualifizierter Maurer bin, laut Deutschland, aber hier keine Chance. Es kann aber auch anders gehen. Mit diesem Lebensmittelladen hat sich Heiko Seitz vor 9 Jahren seinen Traum verwirklicht. Der Schwabe hat mit etwas Startkapital und einer cleveren Strategie sich und seiner Familie eine Existenz aufgebaut. Sein Erfolgsrezept? Schon im Vorfeld das Auswandern gut planen. Man braucht wirklich ein Konzept. Und da muss ich gucken, dass ich nicht nur mit 500 Euro hierher komme, um dann zu starten. Also wie gesagt, man braucht ein Konzept, man braucht vielleicht eine Idee. Also so ganz blauäugig hierher kommen, das kann ich niemandem empfehlen. Das sind dann diejenigen, welche dann auch nach kurzer Zeit wieder zurückgehen. Oder zurückgehen müssen dann. Und ohne Fleiß kein Preis. Und leider muss man hier im Prinzip eigentlich mehr arbeiten, zum Beispiel als in Deutschland, sage ich jetzt mal aus meiner Warte her, als in Deutschland. Inzwischen hat der Ladenbesitzer 2 deutsche Angestellte. Die sind besser ausgebildet als spanische Arbeiter. Doch um sein Geschäft mit importierten Lebensmitteln aus der Heimat am Laufen zu halten, ist Heiko rund um die Uhr im Einsatz. Morgens um 7 bin ich in der Backstube. Bin dann hier im Laden selber mal, bin am Ausliefern, so bis 20 Uhr. Also so ein Arbeitstag 10, 12 Stunden ist eigentlich normal. Und auch samstags wird geschuftet. Besonders aufwendig sind die vielen Sonderregeln der spanischen Behörden. Jedes Produkt muss eine Zutatenliste in Spanisch bekommen. Große Freiheit sieht anders aus. Wir haben jetzt eine Ladengröße, da wird vielleicht 2-3 Mal pro Jahr kontrolliert. Das heißt, die Kontrolleure kommen, schauen sich die Ware an und schauen, ob tatsächlich auch etikettiert ist. Wie gesagt, das ist Vorschrift. Sonst, wenn man es nicht macht, gibt es drastische Strafen hier. Also wesentlich höher als auch in Deutschland. Zu Heikos Kunden zählen Deutsche, die hier leben, ebenso wie einige Mallorquiner. Inzwischen bietet er auch einen Lieferservice an für Gaststätten und die Besatzungen kleinerer Schiffe. Der Erfolg gibt ihm recht. Die Philosophie ist, es soll ein gemütliches Einkaufen sein. Ich will einkaufen. Es kommen zwischenzeitlich sehr viele Ehepaare. Die Männer laufen direkt durch, sagen dann, Heiko, komm, wir trinken ein Bierchen. Die Damen gehen einkaufen und trinken, wie man hier sieht. Ein Säckchen. Dann zum Schluss noch ein Säckchen. Es soll einfach gemütlich, Atmosphäre, privat sein. Sein Privates kommt dagegen oft zu kurz. Heute liegt auch noch die Ehefrau mit einer Sommergrippe flach. Heiko muss in der Mittagspause die beiden Töchter Sarah und Chiara selbst bekochen. Eine Villa am Meer hat er nicht. Stattdessen wohnt die Familie in einem Reihenhaus zur Miete. Nur 200 Meter vom Laden entfernt. Nach 20 Minuten ruft dort schon wieder die Pflicht. Die Kundschaft verlangt nach dem Chef. Ja, wird schon gut sein. Prost, Waldi. Prost. Schön, dass du da bist. Schönen Urlaub. Die Urlaubsinsel Mallorca. Sie hat schon bessere Zeiten erlebt. In Palma sind ganze Stadtviertel von der Wirtschaftskrise gezeichnet. Wie hier San Gotleo, wo die Hoffnungslosigkeit regiert. Fast jeder Dritte im erwerbsfähigen Alter ist ohne Arbeit. Unter dem Sparzwang hat die Provinzregierung nun auch noch eine Überbrückungshilfe für die Erwerbslosen gestrichen. Das ruft Deutsche auf den Plan, wie Katja Meyer. Die Modemanagerin aus Düsseldorf genießt auf Mallorca seit 7 Jahren ihren Ruhestand. Seit 18 Monaten organisiert sie nach deutschem Vorbild eine Tafel und sammelt gespendete Lebensmittel für Bedürftige. Am Anfang konnte man das nicht so bemerken, dass die Krise da war. Man sprach davon, sie war da, aber letztendlich ging es noch allen gut irgendwo. Aber mit den Jahren, also ich glaube, dass jetzt die Krise richtig da im Mittelstand angekommen ist. Die in Not geratenen Menschen, die wir versorgen, die setzen sich zusammen aus 15% Spanier und 85% Fremden. 9.30 Uhr, Ankunft an einem Großmarkt bei Palma. Für ihr Projekt Mallorca ohne Hunger konnte Katja Meyer diesen gebrauchten Transporter kaufen. Die Spenden dafür kamen aus einem Golfturnier des Rotary Clubs. Welches Obst und Gemüse heute für sie übrig geblieben ist, bestimmt der Zufall. Wir haben gerade Kopfsalat, Gurken, Kürbisse, Kartoffeln, Reis und Paprika. Die Helfer sind zufrieden. Das ist gute Ware heute. Ja, das ist prima.
Die Nachfrage nach unseren Lebensmitteln wird immer größer. Man kann fast sagen, dass sie täglich zunimmt. Und ja, unter denjenigen, die darauf besonders angewiesen sind, gibt es auch viele Deutsche. 20 Kilometer entfernt, zwischen den Bettenburgen von El Arenal, sucht der Obdachlose Roland wie immer nach Arbeit. Roland, wie sieht's aus mit der Suche nach einem Job? Ich werde jetzt da in den Laden reingehen, werde mir erkundigen, ob er was hat für mich. Und wenn nicht, dann muss ich halt weiterschauen. Seine neue Strategie, da es bisher in seinem gelernten Beruf als Maurer nicht geklappt hat, will er es jetzt ganz anders probieren, auch ohne die spanische Zulassungsnummer. Wir begleiten ihn mit versteckter Kamera. Doch sein holpriges Englisch kommt in dem Souvenirladen nicht gut an. Und dem Besitzer des Supermarktes fehlt es vor allem an Kunden, nicht an Arbeitskräften. Selbst die deutsche Kneipe an der Ecke bringt Roland kein Glück. Alle Posten sind bereits besetzt. Die Bilanz der Aktion ist mehr als ernüchternd. Also es war wieder mal eine Absage. Entweder liegt es an meinen Spanischkenntnissen oder sie wollen keine Deutschen. Auf jeden Fall habe ich wieder Absage gegeben. Unterdessen erreicht der Transporter von Katja Meier die nächste Station, den Salon eines deutschen Friseurs. Stefan Werner lebt seit 13 Jahren auf der Insel und versorgt seine obdachlosen Landsleute oft mit Kleiderspenden seiner wohlhabenden Kunden. Einfach ein paar Tütchen jetzt, das ist jetzt von der Woche. Und überwiegend jetzt diesmal Frauenkleidung dabei. Und, ist super. Es sind jetzt viele Sommersachen dabei. Also ich denke mir, da könnt ihr sicherlich gut was anfangen. Wir haben sehr viele deutsche Obdachlose. Das ist also fast so, dass es zunimmt. Ja? Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute immer noch denken, das funktioniert ja alles so leicht, man kann hier schnell rüberfliegen. Und es ist leider nicht so. Und es ist natürlich auch so, dass wir auf einer Insel sitzen. Man kommt nicht so schnell wieder zurück, wie man glaubt. Ja? Vor allem, wenn die Papiere dann weg sind. Deshalb hat er zusammen mit Bekannten ein Netzwerk geknüpft, um den ein oder anderen gestrandeten Deutschen wieder in die Heimat zurückzubringen. Bei 3 Personen hat es in den letzten 12 Monaten geklappt. Jeder hilft nach seinen Möglichkeiten, nicht nur mit Geld. Der eine hilft mit der Zeit, der andere hilft mit Material. Der nächste hilft mir aus, dass wir den dann halt wirklich wieder, einigermaßen zum Schuss kriegen. Das heißt, dass die Leute auch wirklich dann sauber und gepflegt im Flieger steigen können. Das gehört auch dazu. Ich meine, wir müssen ja auch dann anständig auf die Reise gehen. Das Ganze erfolgt in Absprache mit dem deutschen Konsulat. Über solche Rückführungen darf man sich hier jedoch nicht vor unserer Kamera äußern. Mit Weisung aus Berlin. Wohl auch, damit sich nicht noch mehr obdachlose Staatsbürger mit vermeintlichen Ansprüchen melden. Roland Daumoser würde das ohnehin nicht tun. Zu groß ist seine Scham gegenüber Verwandten und Freunden daheim. Ansprüche auf deutsches Hartz IV hat er in Spanien übrigens keine. Diese verfallen beim Wechsel ins Ausland. Und von den Ämtern auf den Balearen ist ebenfalls nichts zu erwarten. Wenigstens kann er ab und zu für einen behinderten Rentner Besorgungen machen. Wolfgang! Ja, hi! Dein Wasser ist da. Ah, perfekt, komm mal hier hin, Jung. Ja. Hörst du was? Vielen Dank. Ja, danke. Hast mir sehr geholfen. Ja, danke. Ja, das hilft schon wieder da. Immerhin, 2 Euro verdient. Dass Wolfgang Burchardt die Hilfe der Obdachlosen gerne annimmt, hat sich inzwischen im ganzen Stadtviertel herumgesprochen. Das klappt insoweit perfekt. Wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich die permanent. Aber wenn die Jungs Hilfe brauchen, gebe ich sie auch ihnen. Klaro. Normal. Eine Hand wäscht die andere. Bei dem Rentner können die Männer von der Straße nicht nur ihre Wäsche waschen oder einmal duschen. Er ist ihnen auch eine moralische Stütze. Und so berät man auf dem Balkon, wie es für Roland auf Mallorca jetzt noch weitergehen kann. Derweil ist das Spendenmobil von Katja Meier auf dem Weg ins Innere der Insel. In Campos ist der Lebensmittelladen Deli Mallorca die letzte Station vor der Rückfahrt. An der Theke wartet schon Heiko Seitz mit einem Warenkorb. Ein paar Leckerchen wieder für euch, wie immer. Der Umweg hat sich gelohnt. Es gibt wieder tolle Sachen und wir freuen uns wirklich über jedes Teil, was wir ergattern können, was wir dann weiterreichen können. Eine halbe Stunde später im 30 Kilometer entfernten Manacor. Ankunft an der Verteilstelle der Lebensmittel.
Die freiwilligen Helfer packen die Spenden nach einem festgelegten Ernährungsplan in Tüten. In einer Stunde sollen die ersten Bedürftigen eintreffen. Mittlerweile ist das Team gut eingespielt. Doch das war nicht immer so. Bei der Eröffnung der Tafel im vorletzten Jahr gab es hier fast tumultartige Zustände. Diese ganze Straße war voller Menschen und es standen mindestens 500 Menschen vor der Tür. Und die Polizei kam dann auch. Aber als sie sahen, wie viele Menschen in dieser Straße waren, dann haben die direkt noch vier andere Einsatzwagen geholt, weil das war denen auch suspekt, zu viel Mensch. 17 Uhr, die ersten Familien treffen ein. Um ein Chaos wie damals zu vermeiden und möglichen Missbrauch vorzubeugen, haben die Bedürftigen nun Termine. Alles ist perfekt durchorganisiert. Und wer die Tafel nutzt, muss mindestens einen Euro zahlen. Der Euro ist eine symbolische Unterstützung. Die Leute sollen verstehen, dass es sich um ein Nehmen und Geben zugleich handelt. Über die rein finanzielle Hilfe hinaus ist es vor allem ein psychologischer Beitrag. Für jede Tüte mit Lebensmitteln wollen wir einen Euro. Den Menschen soll bewusst sein, dass sie auch etwas geben müssen und nicht alles geschenkt bekommen. Zu den Stammkunden der Tafel zählt Familie Córdoba Arroyo. Die Arbeiter aus Andalusien sind typische Opfer der spanischen Wirtschafts- und Immobilienkrise. So wie ihnen ergeht es derzeit tausenden Menschen auf Mallorca, ganz gleich welcher Nationalität. Arbeitslos, ohne Geld und zumeist auf sich allein gestellt. Auf den Balearen ist in den letzten Jahren die Armut um 40% gestiegen. Es geht uns wirklich sehr schlecht. Wir leben von 115 Euro im Monat. Wie viele Personen? Wir sind sechs. Vier Kinder, mein Mann und ich. Mein Mann bekommt gar kein Geld. 15 Jahre lang habe ich regelmäßig die Miete für unsere Wohnung gezahlt. Und dann habe ich meinen Job verloren und man hat uns einfach so vor die Tür gesetzt. Man hat uns behandelt wie Verbrecher. Was haben Sie gearbeitet? Ich bin Fliesenleger schon mein ganzes Leben lang. Aber durch die Immobilienkrise ist ja alles zusammengebrochen. Überall höre ich, dass die Krise 2014 zu Ende sein soll. Aber das glaube ich nicht. Es wird immer schlimmer, bis alles explodiert. Bis das in die Luft geht, was sich da zusammenbraut. Aber es gibt einige, die stopfen sich noch immer die Taschen voll. Und wir müssen hier sehen, wie wir zurechtkommen. Katja Meier hält für die Familie gleich mehrere Tüten bereit. Und doch ist ihre Hilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben 140 Familien, können aber im Moment nur einmal im Monat Lebensmittel abholen. Und unser allernächstes Ziel, und ich denke, wir werden es erreichen in 3-4 Wochen, ist, dass die Familien also zweimal im Monat kommen können, um Lebensmittel abzuholen. Doch es kann noch schlimmer kommen. Cala Rachada, an der Nordostküste Mallorcas. Der beliebte Badeort wird Ende Mai Schauplatz einer Tragödie. Im Obergeschoss dieses Mehrfamilienhauses droht einem 55-jährigen Deutschen die Zwangsräumung. Als er seinen Job verliert und die Miete nicht mehr zahlen kann, erhängt sich der Mann aus Düsseldorf in der Wohnung. Neben der Leiche findet die Polizei einen Abschiedsbrief mit der Bitte um Vergebung für seine Mietschulden. Es ist nicht der erste Selbstmord auf Mallorca, den die Krise verursacht hat. In Cala Rachada haben Bürger in einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Bürgermeister Rafael Fernandez wurde von der Guardia Civil über den tragischen Fall informiert, ebenso wie seine Sozialreferentin. Er versucht sich in Schadensbegrenzung, denn solche Nachrichten trüben auch das fröhliche Image des Ferienortes. Es ist wirklich sehr schlimm. Aber im Falle dieses Bürgers wussten wir einfach nicht, dass er in solchen Schwierigkeiten steckte. Er war bei uns nicht als Sozialfall gemeldet. Das ist besonders tragisch, weil wir ihm ja sogar eine Hilfe hätten anbieten können. Wir haben einen Fonds für Notfälle, aus dem wir ihm einen Zuschuss zur Miete, Wasser und Strom hätten zahlen können. Wir hätten ihm natürlich auch einen Zugang zur Tafel ermöglicht und sogar das Essen zu ihm nach Hause gebracht. Wir bedauern sehr, dass wir ihn nicht auf unserer Liste hatten und er sich auch nicht bei uns gemeldet hat. Als Stadtverwaltung sind wir natürlich für alle Bürger da, um ihnen zu helfen. Von der Vermieterin, die im gleichen Haus wohnt, wollen wir mehr erfahren. Doch die Dame möchte sich nicht vor der Kamera äußern. Nach ihren Angaben ging es zuletzt um einen Rückstand von 3000 Euro, die sie selbst dringend benötigte. Die Wohnung ist inzwischen geräumt. Angehörige gab es keine. Die Nachbarn sind entsetzt. Es ist einfach erschreckend. So etwas hatten wir hier noch nicht. Das ist doch ein friedlicher Ort.
Das ist eine Schande. Eine Schande für unseren Staat. Das ist doch nicht normal, dass so etwas Extremes passieren muss. Im Juni wurde der Mann auf dem Friedhof von Cap de Pera bestattet. Ein Grab unter Palmen. An der Playa de Palma kämpft Roland Daumoser als Obdachloser noch immer ums tägliche Überleben. Eine Strategie heißt Schnorren im örtlichen Edeka-Markt. Hallo. Hallo. Ist der Frankie da? Ja. Kannst du bitte rausschicken? Kann ich schon. Danke. Das Ritual hat sich inzwischen eingespielt. Während Roland draußen wartet, packt Marktleiter Frank Seifried die Waren zusammen, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen. Eine willkommene Hilfe. Ein Job wäre allerdings noch besser. So, mein Lieber, schau mal, was ich da zusammengepackt habe. Jo, danke dir. Kannst du das brauchen alles? Ja, auf jeden Fall. Käsewurst, ein paar Karotten habe ich dir, die sind nicht mehr so hübsch. Es sind in der Woche circa drei sind es im Moment. Also drei verschiedene, drei Gruppen teilweise auch, die kommen. Er ist ja nicht alleine. Er hat ja wiederum dann auch wieder drei, vier, fünf Leute, die er da so ein bisschen versorgt und durchfüttert. Am Strand von Palma de Mallorca hat der obdachlose Maurer Roland Daumoser die Hoffnung auf einen Job noch immer nicht aufgegeben. Trotz vieler erfolgloser Versuche. Jetzt sollen es die Stellenanzeigen der Inselzeitung richten. Doch es finden sich nur Gesuche, kein einziges Angebot. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht haut das nächste Woche hin. Dann muss ja mal irgendwann mal was funktionieren. Irgendwann. So geht das nun schon seit Monaten. Es wird Nacht über der Playa de Palma. Vor den Diskos am Strand und im Bierkönig an der Schinkenstraße steigt die Stimmung der deutschen Urlauber. Doch die große Party, sie findet ohne Roland und seinen Kumpel statt. Frustriert geht es für beide zurück ins provisorische Nachtlager in einer alten Mühle. Wie lange sie hier ausharren können, ohne vielleicht von der Polizei oder dem Besitzer verjagt zu werden, sie wissen es nicht. Es ist schon gedrückte Stimmung, aber ich kann mich nicht irgendwie ins Eck daher rum und weinen, bringt ja nichts. Aber irgendwann kommst du weg. Du lebst ja mit der Situation, wo du drin bist. Und mit der musst du dich auseinandersetzen. Oder du machst dich kaputt. Und ich habe mich mit der Situation auseinandergesetzt. Die können feiern, ist mir scheißegal. Wenn ich müde bin, lege ich mir hin. Und fertig. Und so bleibt für Roland nur das Prinzip Hoffnung. Auf morgen. Auf einen neuen, besseren Tag.